Update Politik heute am Freitag um 18 Uhr mit diesen drei Themen. Merkels Sommerpressekonferenz. Sie hat sich ein bisschen den Hauptstadtjournalisten geäußert, was so alles passiert ist in den letzten paar Monaten. Außerdem geht es um den Ausnahmezustand in der Türkei. Und Spanien hat den internationalen Haftbefehl gegen den Ex-Präsidenten von Katalonien, Carles Puigdemont, aufgehoben. Das alles jetzt. Und wie man sehen kann, ein neues Intro und ja, ein neues altes Format, so kann man dazu sagen. Herzlich willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag, dem 20. Juli, wie ihr sehen könnt, ab jetzt auch um 18 Uhr, trotz neuen Intro und sonstigen Neuem. Eigentlich nicht so viel Neues. Eher altbewährtes, aber auch sehr altbewährtes, könnte man eigentlich schon sagen. Ich begrüße euch zu dieser Ausgabe. Wir beginnen mit einem recht frischen Thema und deswegen ist das ja auch einer der Gründe, warum unsere Upload-Zeiten unter anderem nämlich erst um 18 Uhr sind und nicht wie gewohnt um 15 Uhr. Es geht nämlich um die Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die an diesem Freitagmittag stattfand. Das ist üblich, die Pressekonferenz, bevor sie dann erstmal in den Sommerurlaub geht, in den verdienten Sommerurlaub, könnte man eigentlich auch sagen, und das schon zum 23. Mal eine Bundespressekonferenz hat sie nämlich insgesamt gehalten, auch wenn man das Ganze Sommerpressekonferenz nennen kann, was eher ja so ein ungewohnter Name ist, weil eine Bundespressekonferenz nennt man Bundespressekonferenz und die findet halt nicht nur im Sommer statt. Sie hat sich dort natürlich wieder mal die Fragen der Journalisten gestellt, natürlich auch zum Thema Unionsstreit, der ja im Moment, sagen wir mal, vorerst ja beruhigt ist bzw. durch ist, denn da muss man halt auch sagen, dass sie dort halt auch einiges nämlich durchgemacht hatte. Sie hat viele Fragen beantwortet, sie hat auch viel erklärt, was unter anderem gemacht wurde. Wichtig sei für sie natürlich auch, dass man nicht im Alleingang handle, sondern gemeinsam mit internationalen Partnern. Sie sagte, Zitat, das Ergebnis unseres Disputes war, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir die Züge der Richtlinien umsetzen könnte. Und es sei ja im Asylstreit ja generell ein Kompromiss gefunden worden, der von meinen Überzeugungen gedeckt ist, sagte Merkel selbst bei dieser Pressekonferenz. Die Regierung habe sich als handlungsfähig in dieser Frage erwiesen, was ja die Opposition ja eher nicht so sieht, dass man ja eher so ein Chaos sieht, geradewegs vorwiegend durch Horst Seehofer ausgelöst, was das mit der mit dem Unionsstreit geradewegs in der Asylpolitik anging. Hier sagte sie auch, für mich ist Maßstab, dass Minister nur jemand sein kann, der die Richtlinienkompetenz auch akzeptiert. Da kann man das jetzt bei Horst Seehofer so oder so hinstellen, da ist der Spielraum für die Kritiker und Marotzern gerne offen. Warum ich Marotzer gesagt habe, keine Ahnung. Ja, mit Blick auf die Asylpolitik sagte sie, ich glaube, dass wir sehr viel stärker deutlich machen müssen, dass wir nicht alle Probleme der Migration gelöst haben. Trotzdem, sie wiederholte sich auch immer wieder, dass 2015, wo ja sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, sich nicht nochmal wiederholen werde. Wir stehen immer vor der Frage, wenn es Meinungsverschiedenheiten gab oder auch geben wird, soll so ein Streit ausgetragen werden, sagte sie. Da sage ich ein klares Ja dazu. Zitat Ende von der Kanzlerin. Und sie messe der Sprache in einer Auseinandersetzung auch mit einer großen Bedeutung zu. Und sie sagte, die Tonalität war sehr schroff. Das bilanziert sie für die letzten Wochen, die ja dort auch unter anderem passiert sind. Ob es aber auch zu einer Politikverdrossenheit gekommen ist, im Zuge dessen, dass sie ja so einen Streit mit Horst Seehofer hatte, dass viele gesagt haben, okay, Politik, der Scheiß interessiert mich nicht mehr. Glaubt sie aber eher nicht, dass das so ist. Deshalb seien die Politiker aufgefordert, Zitat, schwierige Probleme auch von der anderen Tonalität zu lösen zu können. Und Sprache sei auch immer ein Ausdruck von Denken und müsse. Und deshalb müsse man da sehr vorsichtig sein. Na klar, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man immer aufpassen, was man redet. Außer man ist Populist und kann gerne sagen, was man will. Trotzdem, sie betonte, es war kein Gegenstand des Streites, wo ich denke, dass es sich lohnt, darüber zu streiten. Und selbst nannte sie ja auch oder sagte sie ja auch, und das ist halt in der Politik so standardmäßig, Kompromisse sind in der Politik notwendig. Und wenn jeder zu Wort kommen wollte, wenn jeder seine Meinung ausdrücken solle, dann dauert ein Streit auch eine Zeit lang. Also,
Das ist halt ein langer Streit gewesen, für viele wahrscheinlich auch sehr unnötig, für viele andere nun auch nicht. Trotzdem, sie zeigte sich auch überzeugt, Versöhnung in der Gesellschaft kann auch durch das Austragen von Meinungsverschiedenheiten gehen. Muss man nur halt nur sehen, wo die Grenzen so einer Meinungsverschiedenheit auch halt sind und geradewegs auch, was die Meinung generell anderer Leute halt auch betont. Ist sie noch normal oder ist sie schon, sagen wir mal, so derbst dreckig, dass sie eigentlich nichts dazu zu tun hat. Trotzdem, sie sieht auch die Bundesregierung handlungsfähig und sie sagt auch, dass es auch weiterhin so bleibt, trotz dieser Eskalation, die es halt immer wieder gab. Und auch wenn jetzt das Thema Asylpolitik sehr groß war, auf andere Themen will man sich auch konzentrieren. So sagte sie das auch, dass auch zuletzt ja die Große Koalition, die ja erst seit 4 Monaten im Amt ist, weil ja nach der Bundestagswahl die Regierungssuche sehr lange gedauert hat, sei es im Bereich der Digitalisierung, der besseren Leistung für Familien oder auch auf den Blick auf den Bundeshaushalt ist einiges durchgegangen. Es wurden ja in diesem Jahr ja 2 Bundeshaushalte durchgewunken, beziehungsweise das Bundeskabinett hat sich ja mit 2 Haushalten sich ja beschäftigt, einmal mit dem Haushalt für dieses Jahr und mit dem fürs nächste Jahr, weil ja auch wenig Zeit ist. Trotzdem, Zitat, sie sagte, ich glaube, dass wir im Augenblick in einer sehr interessanten, spannenden, auch die Zukunft sehr bestimmenden Zeit leben, weil sich doch einiges in der Welt ändert. Und sie stehe zu ihrem Wort, dass sie auch die komplette Legislaturperiode hält. Weil viele Journalisten haben da gerade auch gefragt, da habe ich mir heute die Pressekonferenz mir ebenfalls angeguckt, dass viele sich gefragt haben, hätte sie eigentlich auch gern einfach hingeschmissen. Und da hat sie einfach gesagt, nein. Sie will weitermachen, sie hat die Kraft dazu und sie will es auch. Und da kann ich mir auch denken, dass der ein oder andere einfach sagen würde, schade oder auch nicht schade oder gut so, dass sie bleibt. Sie hat auch die Frage bekommen nach diesem zeitweiligen Rücktrittsangebot von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, ob sie auch mit weiteren geradewegs von ihm anscheinend diese Rücktrittsangebote rechnete, sagte sie, Zitat, im Augenblick arbeite ich gerne mit allen Ministern zusammen. Und wie das dann aber aussehen würde, weiß sie selbst nicht. Ja, eine spannende Sommerpressekonferenz, wie es war. Jetzt ist die Politik erstmal in Berlin in der Sommerpause und werden sehen, was dann in den nächsten Wochen und Monaten dann noch so passieren wird. Horst Seehofer selbst wahrscheinlich macht eher keinen Urlaub. Er muss ja noch entsprechende Abkommen wegen der Asylpolitik ja machen. So viel dazu. Ja. Kommen wir dann zum nächsten Thema und kommen wir zur Türkei. Seit gut 2 Jahren herrschte in der Türkei ein Ausnahmezustand. Nach dem Putschversuch Mitte Juli 2016, wofür die Regierung in Ankara den im Exil, in den USA im Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen verantwortlich machen, ist in dieser Woche zu Ende gegangen. Ja, 2 Jahre lang hat dieser Ausnahmezustand gegolten. 2 Jahre lang mussten viele Menschen eingeschränkt leben, geradewegs bei der Versammlung und auch bei der Pressefreiheit. Entsprechend sind nämlich auch viele Kundgebungen verboten worden. 77.000 Menschen wurden verhaftet. Viele Journalisten, Menschenrechtler und auch Oppositionspolitiker, wir erinnern uns ja an den Fall Deniz Yücel, vor knapp einem halben Jahr ist er ja auch entlassen worden. Und auch 200 Medienhäuser wurden in dieser Zeit geschlossen. Erst vor kurzem auch wurde in einem neuen Erlass 18.000 Lehrer, Polizisten, Soldaten und andere, die ihre Arbeit in staatlichen Institutionen verloren haben, entlassen. Ja, nun ist in dieser Woche der Ausnahmezustand nicht verlängert worden. In der Nacht zum Donnerstag wurde er nämlich ausgelaufen und wurde 7-mal von Juli 2016 halt an verlängert. 7-mal um immer weitere 3 Monate. International wurde das Ganze ja auch kritisiert, geradewegs, weil die Grundrechte eingeschränkt wurden. Und nun weiß man ja halt auch, dass auch Wahlen da drin stattfinden könnten. Das sieht man nämlich auch an dem Verfassungsreferendum, was im letzten Jahr stattgefunden hat, aber auch die Parlaments- und Präsidentenwahl, die vorgezogen wurden, nämlich Ende Juni, also vor nicht mal mehr 4 Wochen. Und nun ist eine neue Regierung drin und die neue Regierung arbeitet derweil schon daran, dass man neue Antiterrorregularien nämlich durchbreiten will. Kritiker sehen nämlich dadurch, dass man quasi diesen Ausnahmezustand in einer anderen Form nämlich weiterbringen will, um natürlich Kritiker geradewegs gegenüber der AKP und gegen Recep Tayyip Erdogan, dem türkischen Präsidenten, nämlich weiterhin ausschalten kann. Das sieht man so. Andere halt natürlich regierungstreue Politiker und halt auch die AKP selbst sagen halt auch, dass die halt auch da sein müssen, um halt auch entsprechende
Terror, also Antiterrorregularien auch durchsetzen zu müssen. Wie das Ganze dann aussehen wird, das weiß man auch noch nicht. Jetzt ist gerade erst Tag 2 nach dem Ausnahmezustand und ob die Türkei sich nach 2 Jahren Ausnahmezustand sich wirklich wieder beruhigen mag, das weiß man selbst halt auch noch nicht. Aber wie diese Antiterrorgesetze aussehen werden, das wird die türkische Regierung in den nächsten Tagen halt auch bringen und das werden wir halt auch entsprechend auch sehen. Und gleich gibt es nach den News der Woche, gibt es gleich eine Meldung aus Spanien, die ja vorwiegend die pro-katalanischen, die Katalanen halt auch freut, denn der internationale Haftbefehl gegen den Ex-Präsidenten von Katalonien, Carles Puigdemont, wurde aufgehoben. Ein Grund ist nämlich auch die Sache, dass er nämlich von den deutschen Richtern nämlich nicht wegen der Rebellion ausgeliefert wird, sondern nur wegen der Veruntreuung. Warum und wieso? Gleich mehr nach den News der Woche. US-Präsident Donald Trump will ein weiteres Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Er freue sich auf eine weitere Zusammenkunft, um einige am Montag in Helsinki diskutierte Themen umzusetzen, schrieb Trump auf Twitter. Er bezeichnete das Treffen mit Putin in Helsinki als Erfolg. Außerdem setzte er das Verwirrspiel um eine Haltung zur russischen Einflussnahmeversuchung auf Wahlen in den USA fort und beschimpfte die kritischen Medien. Weiter schrieb er, dass er mit Putin über die Weiterverbreitung von Kernwaffen, Cyberangriffe, Handel, Israel, einen Frieden im Nahen Osten, die Ukraine, Nordkorea und andere Themen besprechen wolle. Bei dem Gipfel musste Trump auch mit Vorwürfen kämpfen. Er nehme die Bedrohungen des US-Wahlsystems durch russische Cyberangriffe nicht ernst genug, zumal er sich mehrfach widersprach. Die EU-Kommission verklagt die rechtskonservative Regierung von Ungarn wegen ihrer Asylpolitik, wegen der Transitzone an der Grenze für Asylbewerber und weil sie die Asyl- und Rückführungsvorschriften in mehreren Fällen gegen das EU-Recht verstößt, habe die Kommission nun Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Ungarn hatte im März letzten Jahres damit begonnen, Flüchtlinge durch Stacheldrahtzäune gesicherten Containerlagern nahe der Grenze unterzubringen. Sie sollen dort unter ständiger Aufsicht durch Wärter bleiben, die bewaffnet sind. Die Flüchtlinge müssen in diesen Zentren bleiben, bis über ihren Asylantrag entschieden wurde. Außerdem verstoße das Verfahren gegen das EU-Recht, da die Höchstdauer von 4 Wochen hier nicht eingehalten wird, während die Personen in einem Transitzentrum festgehalten werden. Die Kommission sei der Auffassung, dass die uneinbeschränkte Inhaftnahme von Asylbewerbern in Transitzonen ohne Beachtung der geltenden Verfahrensgarantien gegen die EU-Vorschriften verstoße. In der Debatte um das Schicksal von 450 Bootsflüchtlingen wird Deutschland 50 von ihnen aufnehmen. Die Regierungen von Deutschland und Italien seien übereingekommen, dass Deutschland im Blick auf die laufenden Gespräche über eine intensivere bilaterale Zusammenarbeit im Asylbereich in diesem Fall bereit ist, 50 Menschen aufzunehmen, teilte eine Regierungssprecherin mit. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hatte am Samstag 2 Schiffe mit rund 450 Flüchtlingen aus der prekären Lage von einem Holzboot im Mittelmeer gerettet und in italienische Gewässer gebracht. Der Innenminister von Italien, der rechte Matteo Salvini, weigerte sich aber, sie ins Land zu lassen. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hatte in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten ein klares Zeichen für die Lastenteilung in der Europäischen Union gefordert und die Bereitschaft, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, einen Teil der rund 450 geretteten Personen in einem Hafen zu empfangen oder sie aufzunehmen. Auch Frankreich und Malta haben nach Contes Angaben jeweils 50 Flüchtlinge aufnehmen wollen. Ja, so viel dann zu den News der Woche. Mehr News wie immer natürlich auf unserer Homepage auf derchotv.de. Die spanische Justiz verzichtet auf die Auslieferung des ex-katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont. Der wurde ja im März dieses Jahres, besser gesagt, das war nach Ostern, glaube ich sogar, nämlich aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Deutschland, besser gesagt in Schleswig-Holstein, festgenommen. Und nun drohte die Auslieferung wegen Veruntreuung. Doch in Spanien sucht man ihn aber auch wegen der Rebellion, denn es geht ja um das umstrittene katalanische Referendum, was ja im Oktober letzten Jahres stattgefunden hatte. Die Katalanen haben sich für eine Abspaltung und für eine Unabhängigkeit von Spanien ja auch ausgesprochen. Und das Ganze sei die Zentralregierung, damals ja noch von den Konservativen regiert, derweil ist ja ein anderer, ein Sozialist nämlich jetzt ja an der Macht. Und entsprechend hat man da dann halt alles wieder ein bisschen etwas anders gesetzt. Der Ermittlungsrichter am obersten Gericht, Pablo Larena, hat nämlich dann auch die europäischen Haftbefehle gegen Puigdemont und für einen weiteren
katalanischen Politikern zurückgezogen. Das hat das Gericht in dieser Woche mitgeteilt. Geradewegs, weil nämlich die deutsche Justiz ihn nur wegen Veruntreuung ausliefern würde. Und das wäre in Spanien halt ein paar Jährchen Haft. Mehr auch nicht. Rebellion würde deutlich mehr bringen. Deswegen ist das Ganze halt jetzt abgesetzt worden. Was bedeutet das dann aber auch für Puigdemont und für die vier Politiker, fünf, die natürlich nun angeklagt wurden. Trotzdem, das oberste Gericht in Madrid hatte vor wenigen Wochen erst ja auch bestätigt, dass man Puigdemont und 14 weitere separatistischen Politikern wegen Rebellion, Veruntreuung und wegen zivilen Ungehorsames der Prozess gemacht werden sollte. In einer Mitteilung warf auch das spanische Gericht von der deutschen Justiz unter anderem Mangel an Engagement vor. Ui, erstmal einen Seitenhieb gegen die Politiker und dann trotzdem sagen, okay, das Ganze bringt nichts. Trotzdem, für Puigdemont ist es eine gute Nachricht, denn er kann sich jetzt in Europa frei bewegen. Der Haftbefehl ist ja fallen gelassen worden. Er ist quasi wieder ein freier Mann. Außer in Spanien, so auch in Katalonien. Wenn er da nämlich hinkommt, zack, ist er in Haft. So viel kann man dazu sagen. Auch die anderen Politiker sind nämlich dann davon betroffen. Und deswegen ist es für ihn halt ein bisschen schwer, das Ganze zu machen. Trotzdem ein Pluspunkt und ein Sieg für ihn ist das schon mal. Auf Twitter schrieb er, heute ist ein Tag, um mit mehr Kraft denn je die Freilassung der politischen Häftlinge zu fordern. Denn einige sind noch in Haft. Und deswegen werden sie ja auch wegen Rebellion und Veruntreuung ja auch noch angeklagt. Und die Rücknahme der europäischen Haftbefehle sei, Zitat, der Beweis für die immense Schwäche des Justizverfahrens, so Puigdemont weiter. Er hat ja dabei ja halt auch eine neue Bewegung gegründet in dieser Woche, geradewegs um Katalonien unabhängiger zu machen. Die neue spanische Regierung, die ja auch jetzt durch den Sozialistenführer, den ich dessen Namen ich leider jetzt vergessen habe, nun geführt wird, ist nun auch ganz anders. Man will da auch einen Dialog suchen. So hat man das auch mit der neuen katalonischen Regierung gesucht. Und es sieht wohl auch so danach aus, dass es wohl in diese Richtung gehen wird. Ja, eine gute Nachricht für die Katalonen wollte ich schon sagen. Ich bin ja wohl auch ein bisschen katalonisch. Nein, bin ich nicht. Ich bin deutsch. Quatsch mit Soße. So viel dann zu unseren politischen und gesellschaftlichen Themen in dieser Woche. Und wir kommen jetzt erstmal zu einer ernsten Meldung, geradewegs von unserer Seite aus. Einerseits wollen wir auch natürlich sagen, dass nämlich unsere Infoformate ja jetzt immer um 18 Uhr laufen, morgen Update Politik und am Sonntag kehrt auch Update Sport wieder zurück, nachdem ja 4 Wochen lang das WM-Update hier für WM-Stimmung sorgen sollte. Außerdem wird es am Montag dann auch wieder Pokémon Heart Gold geben, ebenfalls mit neuer Zeit, nämlich um 12 Uhr. Dennoch gibt es einige schlechte Nachrichten, was es vorwiegend auch bei uns hier intern nämlich trifft, denn wir sind etwas kleiner geworden. Ein bekanntes Gesicht bzw. eine bekannte Stimme ist nicht mehr Teil unseres Teams. Er hat sich dazu entschlossen, das Team zu verlassen. Das finde ich leider ein bisschen traurig. Dazu werde ich morgen noch einiges mehr dazu sagen, weswegen ihr auch auf derchotv.de einen entsprechenden Artikel findet, wo nämlich angekündigt wurde, dass einige Formate eingestellt wurden oder in ihrer bisherigen Form nicht mehr laufen werden. Auch die Livestreams sind davon betroffen. Dennoch werden wir weiterhin diesen Weg fahren, den wir auch fahren wollen. Wir wollen euch besser informieren, wir wollen euch besser unterhalten und suchen trotzdem weiterhin Leute. info@derchotv.de, wenn ihr gerne mit dabei sein wollt. Mindestalter ist 16 Jahre, wenn ihr freiwillig hier gerne als Autor für die Homepage natürlich dazu da seid. Ihr seid aber auch nicht nur für die Homepage dann zuständig, ihr könnt halt auch Let's Plays machen, wenn ihr halt begabt seid, nicht so wie ich, dass er nicht spielen kann, sondern halt auch Möglichkeit habt zu streamen, also sprich nicht bedeutet so wie ich, hier mit einem läppischen Läppi und so weiter und so fort. Außerdem ist, wie schon gesagt, wenn wir vom Stream sprechen, am Sonntag ein Stream geplant. Gestern ist er leider auch wegen 3 Stromausfällen und wegen Internetproblemen mal wieder abgeschmiert, aber die Internetprobleme lagen nicht an dem Provider, sondern eher an dem, der nicht davor sitzt, sondern eher von den Sachen, die hier nämlich auch nicht richtig laufen. Da versuche ich in den nächsten Stunden und Tagen halt auch ein bisschen da was zu fixen. Liegt aber auch zum Teil immer an der Technik oder an dem Programm, die ich halt eingestellt habe, wie schon gesagt. Mehr wird sich aber auch nicht mehr so viel ändern. Es wird, wie schon gesagt, halt weniger Formate hier bei uns geben bezüglich Gameboy Time und dem App-Check. Die werden natürlich auch wiederkommen. Die wird es auch nur von mir geben, videotechnisch.
wird es also nur noch von mir etwas geben. Mal gucken, ob sich dann auch noch die restlichen im Team oder vielleicht neue Menschen, die gerne mit dabei sein wollen. Da könnt ihr, wie schon gesagt, gerne mit dabei sein. Schreibt mir gerne eine E-Mail, info@derchotv.de. Da nehme ich gerne was an, wenn ihr Teil dieses Teams werden wollt. Und morgen, was jetzt auch anstehen wird, das werde ich morgen dann bei Update Medien nochmal erzählen. Ja, damit sind wir dann auch am Ende. Wie schon gesagt, Videos findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/derchotv, aber auch auf unserer Homepage auf derchotv.de. Vielen Dank fürs Zuschauen für heute. Das war's von Update Politik für den heutigen Freitag. Wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr zu Update Medien und am Sonntag gibt's Update Sport. Bis dahin, tschüss.